So, ich habe nochmal einen guten Schluck genommen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Frito oder wie auch immer man das ausspricht, das Game, ich habe keine Ahnung. So, gesaved Pocket haben wir ja, ne? Nochmal vorsichtshalber. Gut, dann entfernen wir uns mal von dem Heiligenschein der Straßenlaterne. Ja, was? Wieso waren das jetzt? Achso, das ist jetzt Zeitung, oder was? Es ist eine staubige Zeitung mit alten Nachrichten. Okay. Was soll ich denn mit einer Zeitung? Es sieht nicht fest aus, aber durch Drahtverbau geschlossen. Kann man nicht durchdringen? Fragezeichen? Kann man da gucken? Ich sehe alte Gebäude über den Fluss. Hm? Finde ich ganz cool, dass man auch so Sachen einfach mal so anklicken kann. Was haben wir hier? Was bedeuten unterschiedliche Ziffern auf dem Schalter? Nein! Ich glaube, das sind die Ziffern, die wir auf dem Glas gesehen haben und ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber man kann die alle gleichzeitig anmachen, ne? Okay, da müssen wahrscheinlich nicht alle an sein. Ich habe jetzt gedacht, die richtige Reihenfolge. Was heißt das hier? Das muss 47 ergeben, oder was? Oder muss das 34 ergeben? Sollen wir mal ausprobieren? okay, pass auf. Wir machen die erstmal wieder aus. Dann haben wir 8, 14, 19, 26, 30, 34. Okay, es werden alle an, außer die 2. wahrscheinlich müssen... Ich könnte mir vorstellen, dass 34 da rauskommen muss, aber dass man vielleicht... obwohl, wenn man jetzt die 2 wegnimmt... die 2 dazu und dann irgendwas anderes weg... Kann dann da trotzdem noch 34 rauskommen? Wäre jetzt natürlich nur doof, wenn wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen und man das gar nicht dafür braucht. Aber wir machen das trotzdem mal, wir haben gerade gespeichert. Easy going, wenn wir sterben. Kein Problem. Aber Geister halten sich ja in der Waage, ne? Also ich finde, jetzt kommt nicht in jedem Raum irgendwie Geist, das finde ich schon mal gut. Die erste Regel ist immer alles aufschreiben, ne? Da müssen wir jetzt... Das ist jetzt nicht da durchgelaufen. Da müssen wir jetzt nicht zurücklaufen. So. Bringt man die so rum? Okay. Resume. Drei, acht, neun, fünf, zwei, sechs, vier, weil ich gerade, ob ich das halt irgendwie so aufschreiben soll, wie das auch da steht, ob das irgendwie eine Bedeutung hat. Was ist denn das da unten? Eine 7?
so eine 7 sein, ne? So. Ich hab's jedenfalls. Und dann ab wieder zurück. So. Ja, das sind wirklich die Zahlen außer 0. Haben wir hier natürlich nicht stehen. Boah, diese Haare, ne? Jetzt mach ich mir Glatze, Alter. So. Man merkt keinen Unterschied, welche man drückt, ne? 3, 8. Ne, 9 gibt's nicht. Ich glaube, das Fenster hat damit nichts zu tun, ne? Eine 9 haben wir nicht. Wir haben aber eine 5. Wir haben eine 6, wir haben eine 4. Wir haben eine 1, wir haben eine 7. Was ist, wenn ich die alle ausmache? Okay. Bei dem kann ich gar nichts drücken. Dann holen wir jetzt erst den Schlüssel. Jetzt weiß ich auch, wofür die Zeitung ist. Wir können damit den Schlüssel hier vorne holen. Immer noch ein funktionierendes Spielzeugklavier. Süß! Voll süß! Der Korridor mit vollgefülltem Klang hat nun verschimmelt. Hat nun verschimmelt. Geil. So, geil. Ein Brecheisen haben wir jetzt am Start. Da sind wir reingekommen. Dann gehen wir erstmal hier lang. Mal gucken, wo da. Geh mal rein, junge Dame. Wo sind wir jetzt hier? Da brauchen wir einen Seil. Oh! Ich hab doch nach unten gedrückt! Das waren vier Sachen und das letzte hat er nicht angenommen. Ihr habt's gesehen, ich hab's Ihr seht ja meinen Mauszeiger. Ich hab doch gedrückt, ey. Verdammte Hacke. Egal. So viel haben wir nicht erledigt. Nur das mit der so Schlüssel und so. Dann machen wir eben nochmal neu. Gar kein Problem. Hä? Ach, scheiße. Stimmt. Ich hatte nach der Zeitung nicht abgespeichert, sondern davor. Genau. So, ab dafür. Das, hier ist das auch irgendwie gar nicht frustrierend, wenn man stirbt, finde ich so, weil der Savepoint eigentlich so nah dran ist. Jetzt habe ich wieder nicht abgespeichert.
Pfosten, ey. Wenn ich wieder sterbe, muss ich die Zeitung wieder aufheben. Egal. Die immer so rumstöhnt, ne? Warum sind meine Spiele alle irgendwie alle so komisch mit Stöhnen und Dildos und sowas im Moment? Was ist da los? Ja, das haben wir schon angeguckt. Jetzt einmal hier. Wie die Kamera auch immer schön am Arsch vorbeizoomt. Ja, liebe Entwickler, das ist mir aufgefallen. So, hier haben wir Zahlenschloss, ne? Obwohl es nun dreizahlige Ziffern, aber schwer. Ja. Da war einfach eh was ausprobieren. Hä? Muss ich so runterziehen, oder was? Okay, ich habe jetzt keinen Bock, einfach auszuprobieren. Wir gucken mal hier. Übersetzung Lost. Alles klar. Muss man das hier einfach ausprobieren? Also die Ziffern auf dem Fenster hier bringen mich nicht weiter, oder? Kann damit noch gar nichts anfangen. Stand hier irgendwas drauf. Ist natürlich jetzt scheiße. Oder wäre natürlich jetzt scheiße, wenn hier bei den Sachen, wo die Übersetzung fehlt, wenn da irgendwo so ein Hinweis wäre, ne? Okay, lass uns mal kurz überlegen. Gibt es da eine Null? Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge damit verbringen, irgendwie diese Zahlenreihenfolge rauszukriegen. Aber ich habe gerade keine Idee, wo irgendwas gestanden. Warte. Wir haben jetzt das Brecheisen. Wir machen als nächstes erstmal die Truhe unten auf. Das machen wir als nächstes. So, bitte lass mich eben abspeichern. Lieber Geist. Oh, vorzüglich. Safe Game. Yeah. So, schon wieder vergessen, die Kiste ganz am Anfang. Die können wir bestimmt jetzt aufbrechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier irgendwelche, auch die Schalter da unten, dass man das raten muss. Ich glaube schon, dass man hier wirklich alles finden und vorgesetzt kriegt, so. Gott sei Dank. Oh nein, kann ich nicht dafür benutzen? Ach, hier muss ein... Ach, ich bin so bescheuert, ey. Da ist eine Aussparung. Aussparung. Da muss was rein. Da muss was rein. Wofür brauche ich denn dann das Brecheisen? Stimmt, da war, glaube ich, noch eine Tür. Ach, ja, stimmt, der Felsen, das allererste, was wir gesehen haben, stimmt. Ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir ab? Da ist eine Zange. Wofür brauchen wir die denn? Wir legen mal Wir merken uns, dass wir hier den Schraubendreher haben, falls wir den nochmal brauchen.
Zange. Ich bin... Sollte vielleicht nochmal abspeichern, ne? Meint ihr an dem... Ach, ja klar, an dem Zaun. Okay. Entschuldigung. Ja, wir müssen wieder ganz zurück. Stimmt, der Drahtzaun. Sie sagte ja, dass da ist ein Zaun, aber der ist jetzt nicht so mega stabil und so weiter. Genau. So, hier auch nochmal. Ist das ein Kindergarten? Bestimmt. Sieht doch sehr einladend aus. Oh, noch Safe One? Was haben wir hier? Es sind... Ja, aber was ist das denn? Keine Ahnung, dann legen wir mal die Zange ab hier. Eine Glasscherbe oder sowas. Linker Teil von Schere, um Gras zu schneiden. Ah. Okay. Unten befindet sich Spielplatz und verlassenes Gebäude. Schöner Kindergarten. Sind wir hier reingekommen? Wahrscheinlich, ne? Nein, sind wir nicht. Schon wieder ein Item und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir lassen mal das Brecheisen fallen. Ich werde mich nachher mega ärgern, wenn wir davon irgendwas nochmal brauchen. Weiße Kreide. Und ich erstens nicht mehr weiß, wo das Item liegt und ich dann auch noch 500 Jahre irgendwo hinlatschen muss. Ich hoffe, es ist nicht so. Ja, es macht das Ganze schwieriger, keine Frage, aber das Mannequin sperrt den Weg zum Untergeschoss, finde es zu entfernen. Okay, dafür brauchen wir bestimmt die Schere. Hier ist auch nochmal ein Zahnschloss. Es ist ein Schlossgefäß, das unbekannte Zeichen angegeben ist. Okay, da haben wir aber, da habe ich gerade was gesehen an der Tafel. Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Ihr wollt jetzt nicht sehen, wie meine Zeichen aussehen. Wie ich die aufgemalt habe. Okay, Übersetzung fehlt. Wahrscheinlich brauchen wir einen Schlüssel oder sowas. Ich hoffe, weil wenn da steht, das würde ich mit einem Brecheisen aufkriegen. Boah, Nase. Na super. Gut, dass der Geist... Oh, Alter. Hier auf Nasenspitze. Alter, ist hier bescheuert? Wieso bin ich jetzt... Boah, ich habe auch nicht auf die Farbe geachtet. Oh, ich war jetzt auch viel zu beschäftigt, auf meine juckende Nase zu achten. Uiuiui. Komisches Game, aber macht irgendwie Bock. Weiß nicht wieso. Ist jetzt nicht so mega spannend, ne? Ach ja, die Zange hatten wir fallen lassen. Und dann nehmen wir das mit.
Dann waren wir hier drin, genau. Und dann können wir direkt mal gucken wegen den Zeichen. Heide, lassen wir das Brecheisen wieder fallen. Ich dachte, ich hätte irgendwie Geister gehört. So. Ich weiß nicht, wie das mich weiterbringen soll. Okay, wir haben diese Reihenfolge. Wir haben das. Das und 18, 22, 28. Okay, muss ich jetzt rausfinden, welches Zeichen wie viel wert ist oder was für Gewicht das hat oder so? Alter, ist das wirklich so schwer? Okay, das kann ich jetzt so nicht. Also wenn ich... das kann ich mir so angucken. Eine dunkelgroße Tafel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt angegriffen werden kann, ist die Frage. Was? Mach mal eben einen Screenshot davon. Und dann gucke ich mir das gleich an, wenn ich die Folge beende. Das kann ich jetzt nicht unter Druck. Jetzt ohne Witz, ey. Also das muss ich mir gleich nochmal in Ruhe angucken. Da war das Zahnschloss dran. Das ist die Tür. Da war doch noch was Lilanes. Nee, das ist die Tür. Unbekannte Bilder schlagen düstere Atmosphäre an. Alter, stell dir mal solche Bilder im Kindergarten, ey. So, mal gucken jetzt. Die Olle kommt bestimmt immer, wenn man nach oben geht, ne? Immer aber erst nach links, rechts. Und wieder keine Übersetzung. Ich wollte gerade sagen, weil das war ja wirklich mit Zwischensequenz. Gut, dann versuche ich jetzt mal. Das hat gerade so gut funktioniert, dass ich immer erst blau gedrückt habe bis Balken voll und dann halt rot, ne? Ich dachte, das wäre jetzt so. Boah, ich hab mich wieder. Oh nein, oh nein, oh nein! Es kam Buchstaben! Du scheiß Game, Alter. Vor allem, wie schnell ich gedrückt habe. Ich glaube, ich muss im Takt drücken, ne? Und nicht so schnell einfach durch. Jetzt war ich so fett vorbereitet auf diese Buttons und krass. Also ich finde ja sowas ganz gut, aber das geht echt so mega schnell. Und dadurch, dass so random auch irgendwas anderes immer für ein Game kommt. Egal. Dann machen wir jetzt hier eine Aufnahmepause und dann lade ich gleich nochmal neu vom Speicherpunkt und genau, und ich gucke mir mal eben den Screenshot an, ob ich rauskriege, ja, wie wir auf die Zahlenkombination kommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.